Lieben, zu später Stunde am Freitagabend nochmal aus meiner Küche. Heute möchte ich euch rasch ein paar Low-Carb-Brötchen zubereiten. Was wir dafür benötigen? Einen pinken Behälter, Mixbecher, einen pinken Schneebesen, einen pinken Löffel. Nein, das ist Quatsch. Ihr könnt natürlich alle anderen Geräte dafür verwenden. 3 Eigelb aufgeschlagen, 3 Eiweiß, 1 Teelöffel, wie gesagt, Eier, Crème fraîche oder Frischkäse. Als erstes die 3 Eigelb in den Behälter geben. Dann kommen 4 Esslöffel Crème fraîche dazu. 1. Etwas großzügiger. 2. 3. 4. Wer jetzt denkt, damit da gar keine Kohlenhydrate drin sind, ist ein Irrglaube. Denn 100 Gramm hiervon, vom Frischkäse oder Crème fraîche, haben schon 3 Gramm Kohlenhydrate. Genauso hat Backpulver Kohlenhydrate und unser Honig, den wir gleich dazu tun, auch. Wir bekommen hier 8 Brötchen raus. Das sind so schätzungsweise für alle Diabetiker wie mich, die insulinpflichtig sind und spritzen müssen. Auf die 8 Brötchen könnten wir so 2 BE rechnen. Sind ca. 24 Gramm Kohlenhydrate, was noch relativ wenig ist, sage ich mal, für Brötchen. So, hier ist noch Restei drin. So, ja noch nicht. So. Vom Honig 4... Esslöffel Honig. Ja, müsste so 20, 25 Gramm sein, darum ca. 1 BE. Ja, ich habe pinke Löffel. Verrühren. Riechen tut sehr lecker. So. Dann nehmen wir das Eiweiß. Ein Viertel Teelöffel. Backpulver. Ein bisschen noch mehr. Aber nicht zu viel, gibt so drin. Setzt sich etwas ab. Abrühren, aber ist nicht so tragisch. Könnt es natürlich auch mit dem Schneebesen, mit dem elektrischen machen. Aber letztendlich ist es egal. Unterrühren.
Und dann holen wir uns ein. Damit sie mir nicht zu sehr verlaufen, habe ich eine Muffinform genommen, Muffinblech, und werde es da jetzt reinschütten. Ich lebe in der Hoffnung, damit sie so etwas gleichmäßiger werden. Schauen wir mal. Nein, ich klicke nicht. Nein. Überhaupt nicht. So. Das Ganze dann für 20 Minuten bei 150 Grad in den Herd hinein. Freunde, ich sage euch jetzt mal was zum Thema Anleitungen aus dem Internet. Diese sogenannten Low-Carb-Brötchen. Mit diesem wunderschönen Rezept ist für den Arsch. Vielleicht hätte ich mal nachdenken sollen. Wenn ich meine Käsetorte ohne Boden backe, was nehme ich? Eier, Quark, ein bisschen Honig, ein bisschen Vanillezucker und ein klein wenig Pudding. Also fast das gleiche, was ich eben genommen habe. Beim Zusammenrühren hätte mir das ja schon mal klar sein sollen. Ich habe keine Brötchen gebacken. Ich habe Käsetörtchen gebacken. Ein Traum. Ist doch logisch. Wenn kein Mehl dabei ist, wenn nichts dabei ist, wie soll denn daraus ein Brötchen werden? Ich zeige euch gleich meine wunderschönen Brötchen. Bei uns wird es das ganze Wochenende Käsetörtchen geben. Zum Morgen, zum Mittag, zum Abend. Also, erst den Kopf einschalten. Dann nachbacken. Wäre sinnvoll. Mache ich das nächste Mal auch. So, Freunde. Die Teile sind aus dem Herd. Schaut sie euch an. Da sind sie. Wunderschöne kleine Käsekuchen. Haben null Ähnlichkeit mit dem Brötchen. Ich sehe zu, wenn sie abgekühlt sind, ob ich sie überhaupt aus der Form kriege. Ansonsten löffeln wir sie aus dieser Form. Auch sehr schön. So, ihr Lieben, unsere Alias-Brötchen, sprich Käsetörtchen, sind fertig. Mmh. Schnuppert mal. Natürlich muss ich sie für euch probieren. Käsekuchen, die nach Honig schmecken. Kann man essen. Hat wenig Kohlenhydrate. Hat von einem Brötchen ja nichts. Könnt auch die Blumen essen. Viel Spaß beim Nachbacken. Aber erwartet keine Brötchen.